Was wir als erstes machen müssen, ist einmal den Mönch die Laterne geben. Rüste sie doch aus. Das ist dann eine Laterne. Kann ich endlich mal das Schwert tragen? Wenn der brüllende Mönch kommt, am ehesten ohne Waffe aus. Kann auch die Laterne als Waffe nutzen. Das ist Blödsinn, wenn der Barbar waffenlos kämpft. Eine Laterne in der Hand. Thizzabald, you say? Indisposed. Apologies is the master distiller currently. Finally. 29 hat er. Okay, wir schauen uns erstmal um. Und lose Planken. Ach, da war das Buch drin. Schauen wir mal, was es hier noch zu trinken gibt. Nichts. Die Flaschen sind alle leer. Alles leere Krüge. Nicht erreichbar. Sorry. Terror wolf drink. I'll clean up right less that. What's inside? Bad. Ey, der Zombie ist mir gerade zu unschuldig. Da müssen wir das machen, da müssen wir den. Den müssen wir einmal. Right tool will do the trick. Also ohne den großen ist das hier glaube ich machbar. Oha, wo geht's denn hier lang? Time to press ahead. Hinter der Brennerei gibt's. Ah ne, das ist noch ein Kenner. Ist noch nicht raus. Ich dachte, jetzt geht's hier weiter. Lager der Brauerei. Forschungsnotizen. Muss man nicht das mitnehmen? Lesen. Oha. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thizzabald Thorm sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a worm gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. Thizzabald devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thizzabald required one last ingredient, the petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thizzabald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients, and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Nachforschung, der Blick auf die Seite zwingen, mental die Tinte vom violetten Fleck trennen. Ein weiterer Part in den Scheißewürfel. Your mind separates the black from the blue, revealing the stash's location.
You mark your map as a reminder. With the corpse rose petals the package contains, you might create Visible's purple worm poison. Ja, das wird hier in der Nähe sein irgendwo. Wir werden hier wahrscheinlich erstmal noch zurückgehen. Und mal hier noch, hier werde ich noch ein bisschen beim Zollhaus müssen wir auf jeden Fall noch. Da werde ich noch erstmal ein bisschen Backtracking machen. Weil ich das schon, ich fand das schon scheiße, wie wir da durchgelaufen sind. Jetzt, wo wir selbst eine Lampe haben. Nicht nochmal. Poison described within require. Das hatten wir schon. Hier ist eine Kiste. Oha. Besoffener Kerl, das ist der Stab. Wut des Säufers, wenn du betrunken bist, bist du bei Angriffswürfen im Vorteil. Du erzeugst außerdem eine Detonation mit jedem Angriff, die 3 Meter lang 1 bis 4 Schallschaden bewirkt. Okay, können wir verkaufen. Toxin aus Schlangengift. Aha. Ein besoffener Kerl kriegt das Darion und ist überladen. Mal gleich aufteilen. How many die tomorrow? Exilift-Residenz. Klangzahn-Toxin. Eine Käfigtür. Was da wohl drin sein mag. Da hat Fässer hinter eingesperrt. Eine 5, das wäre nur doch wohl. Net 20. Ach so, entschärfen. Wow. Okay. Nichts, das öffnen hat's gebracht. Ein bisschen Brauzutaten. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hat sich jetzt sehr gelohnt. So, was gibt's hier noch? Über den Pflegeschlag. Das macht mir immer am meisten Angst. Sowas. Über den Pflegeschlag. Irgendwas nicht gesehen. Ja, hier gibt's nichts mehr. Ach, da sind noch Leute drin. Nimm mal zu, damit es nicht so sehr auffällt.
noch ein bisschen umschauen. Bisschen Elk noch zu mitnehmen. Ja, schade. He served us, but will be forgotten soon. Yeah. Maybe we'll get some proper music now. I know it's true. Mehrgras. Und wahrscheinlich erst Trankzutaten. Aber Eisen habe ich ja nie wirklich benutzt. Jetzt haben wir fast Wein kaputt gemacht. Okay, hier kommen wir rein. Eintritt verboten. Schnaps. Nehme ich ja mal mit, was ich kriegen kann. Stand hier so rum. Wir sollen uns davon aufhalten, das mitzunehmen. Das Stück Brustblau. Ein Doppeltier. Jetzt bin ich schon wieder beladen. Sind die alle leer oder? Das leere Bier unten hier mit trage. Sind wahrscheinlich gesteckt. Die ganzen Schlüssel dort unten, welche auch nie gebrauchen. Ein Lagerfeuer, also das ist das doch schon was drin. Ist auch im Bananen. Müssen wir mal ein bisschen was ins Lager schicken. Die Rüstung hier. Nicht alle Rüstungen können wir gleich drin oder gleich schicken, aber. Mehr Krüger. Mal aussaufen. Kann man das Gefjanki-Ei ins Lager senden? Ich habe viel auf meinem Mind. Und, well, in it. Damit kann man das Schwert, das sind zweihändig. Ein Einhandschwert irgendwie noch mit dazu nehmen. Und die Fernkurzschwert haben wir nicht. Ein Durch noch mit dazu nehmen. Ja genau, du kannst zumindest verteidigen da.
Klappe des Zuns haben wir ausgelegt dafür. Können wir ja wieder anziehen. Mönch ist immer noch überladen. Flaschen sind hier wahrscheinlich. Oh, okay. Another step forward. Bisschen Schnaps noch mitnehmen. Floors are spattered. Say hey for the pub. Drain your mug like nothing matters. Say hey for the pub. Ah, ja. Always room for more. Nachgucken. Nichts drin. Verdammte Sirup-Tote. Das ist noch ein Lagervorrat wert. Können wir mal mit essen. Ist noch nicht verdorben genug, um. Nicht jetzt Lagervorrat zu geben. This looks real. Superb. Encore. Mehr Blutwiss dran. Lässt sich einrichten. Ist unschuldig. Unschuldige müssen sterben. Wir Erfahrungspunkte sammeln. Ich hab schon keine von den Kampf. Wenn wir ihn zum Tisch getrunken haben. Time to press ahead. Können wir was werfen? Wir haben genug im Inventar. Schleimbombe. Effektiv. Oh, ich habe gehofft, dass das Schleim mir darum explodiert. Kann ich das mal mit welchen Sachen davon mal probieren? Abwehr 2 bis 12 Schaden. Ach, egal.
genauso. Mal ein bisschen Friendly Fire. Und was soll es? Another fight. Let's go. With haste. Glaub, hier oben ist noch einer. Nee, da unten ist einer. Von Giftwolke. Hungry for the slaughter. Time to move. Ah, oh, schade. Wir müssen gleich noch eine lange Rast machen. Was denn vergiftet ist. Swift as my feet can carry me. Aber wir haben jetzt genug Eik gut genommen. Dass das durchaus möglich ist. Noch ein paar Bolzen verschießen. Nebelschutz. Maybe I should. No, this is good. Wie die mit dem intelligenten Amulett. Okay. Lebt noch. Wucht den Windschatten. Ein Becken war das hier. Oh, schade. On my way. Ich finde den Spiel. Ach ja, komm. Noch eine kurze Rast machen, aber. Noch ein Rest. Wenn wir schon durchs schattenverfluchte Land aufbrechen. Dann werden wir auch aufgeladen sein. Nicht darin wir schon wieder reden. I've been thinking about the runes Cazador carved into my back. There's something not right about all this. There's more to that poem than everyday sadism. Maybe something worse than everyday sadism. I saw runes like that on the creatures we fought in the hells. The message must be infernal. I'm afraid that through those runes, somehow, Cazador might still be able to dominate me. Gut, was wollt ihr dagegen unternehmen? Gut. Könnt ihr mir noch einmal ansehen? Hat er auch Runen in seine andere Brut geschnitten? Oh yes. We all got the same treatment. But I can't exactly stroll up and ask to look at their backs, can I? They're still under Cazador's clawed thumb. No.
I thought I might ask someone else. Our devilish friend, Raphael. If anyone has the resources to find out what it says, surely he will. Seid ihr wahnsinnig, den Teufel, der nach unserer Seelen, nach unseren Seelen lechzt? Ja, leuchtet ein. Er möchte sicher eine Gegenleistung. Könnt ihr seinen Preis bezahlen? Und lasst mich da bitte raus. Das alles bleibt nur zwischen ihm und euch. Well, we won't know until we ask now. Will we? Unfortunately, he comes and goes in his own schedule, so we'll just have to look out for any sulfurous odors or the sound of questionable poetry. Meanwhile, I think I'll spend some time studying the art of infernal negotiations. Yeah. I'll give it a shot. Können wir eine Rüstung mit Alt machen? Bei den Höhlen könnt ihr meinen Gedanken lesen. Ich habe nur hier gelegen und mir gewünscht, ihr würdet nicht zurückkommen. Es ist zu viel Zeit vergangen, seit ihr mich gepriesen habt, ihr lasst nach auf Aufschreien verschwindet. Aufschreien wäre interessant, dann mit der Astarion und so mal hierher kommen und das sehen. Those words sting, though they are true. I vow I will say your name 1,000 times in prayer before I rest tonight. I love you so dearly, Master. I come here, for I wish to bring you another powerful tithe. But I cannot grant you this prize quite yet. You must do something divinely unspeakable first. Aha. Was musst du tun, deinen Preis? Das Töten ist Vergnügen genug, ohne auch ohne eine Belohnung. Ich töte um meinetwillen, nicht weil ihr es mir befiehlt. Ich mache nichts von dem, was ihr sagt, so bin ich nicht. Habe ich nicht schon gemordet? You will receive a royal prize for killing this pretty girl. Ui. Isabel, the cleric with the sweetest face of the moon. She is too precious to live. Nein, eine weitere Unschuldige werde ich nicht antasten. Was hat sie getan, dass sie einen solchen Schicksal verdient? Sollte keine Schwierigkeit darstellen. Wäre bereit, gibt es einen Haken? Why? The greatest crime of them all. Nothing at all. Oh, no catch at all. You will get to see the beautiful sight of an entire village filled with bodies. You adore piles of bodies, Master. They have always been your favorite. Dem Wonnenschauer nachgeben, der euch durchläuft. Früher vielleicht einmal, doch heute nicht mehr. Seid unerträglich. Hier geht's doch nicht um das Tier. Wir reden hier von echten Menschen. Nur ich tue es. Good, dear tainted one. Good. Wir werden doch nicht das Happy End erreichen. My lady.
Ich hätte mal das sollen wir das. Was passiert, wenn wir schreien? Mit Schattenherz und Starlin vielleicht was mitgekriegt. Und wären dann von ihm ermordet worden oder so. Na dann, weiter geht's. Das war ein spannender Zwischenstopp. Da haben wir wohl einen Auftrag. Ich hatte eh vor, das Dorf von der Gira zu überfallen. Ich könnte mal ein bisschen hinten rumgehen. Hier ist nicht mehr ausgerüstet. Hoffentlich jetzt doch. Lie down. Something over there. Can't slow down. Und dass es noch der Schattenflug trifft. Ah, hier ist noch eine Stube. Ein paar Wasserflaschen. Unwichtige Zeug wird hier draußen gelagert. Ja. Bevor wir hier weitergehen, würde ich mal zum das Heilhaus. Da gehen wir später hin. Erstmal wollte ich hier noch Richtung Zollhaus. Oh, Gegner. Die Schatten greifen an. Schattenverfluchte Hafen, ne? I cannot use that right now. I'm coming for you. Sind erst mal die Gegner dran. Wenn die beiden Nahkämpfer erst mal eine Frontlinie gewirbelt. Dringend auch im Team bräuchte, eigentlich wäre noch ein Magier wie Gale. Starin macht es so ein bisschen als Hexenmeister, aber naja. Licht, die Schatten ausgeschaltet. Ich
die Anpflege auf Liebe machen. Dann gleich zum Lieb auf ausholen. Sehr schön. Lohnt sich fast nicht für diesen Kampf, aber nur was soll's. Und wieder Magie. Geworfen und leicht stand da irgendwas von. Ich kann da nicht so schnell lesen. Darauf habe ich gesetzt, dass das ein Fehlschlag ist. Und zurück damit. Zwei Schatten sind hier noch. Einmal den durch. Schlecht. Ein Fehlstab. Ein Schatten ist hier noch irgendwo. Treibt er sich rum? Wenn wir sehen, wenn er dran ist, spätestens. So much for peace. At the ready. Oder auch nicht. Das ist ja unpraktisch. Und hier irgendwo muss er sein. Ah, da ist er ja. Ein Fehlschlag. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Keine Tränke hier. Warum habe ich alle Tränke? Naja. Nimm alle 5. Kritischer Fehlschlag. Möchte nicht gerade, ach so, hier. Muss reichen. Und die Haupt vielleicht einen guten. Den will ich Geld nur auf jeden Fall mitnehmen. Frohliger Tumor.
moving ahead. That's curious. So in diese Richtung müssen wir. Oh, eine Tafel. Was that a click I heard? There's something about these plaques. Okay, das ist ein Rätsel. Ich verlust Herzen festgehalten. Unsere. Ah, okay, ich habe eine Idee. Dann das hier. Und zum Schluss die hier. What was that? Die hier, die hier und die hier. Herren. Unsere Herren des Verlusts. So gibt es einen Sinn, unsere. Des Verlusts. Keine Ahnung. Nicht so wichtig. Gibt's noch ein Haus? Ah, das ist zu Haus, da wollte ich sowieso hin. Jetzt sollte man vielleicht mal speichern. Können wir uns hier mal umschauen. Ist wohl jemand? Antlitz des Gehorsams. Report to the Tollmaster. Pay the toll. Aha. What's in here? Zollmeisterin. Hundehalsband. Kratzer, ich hab was für dich. Kleffi. Ja. Ist ja wurscht. Oha. Sieht wertvoll aus. Schmerz und Tod üblicherweise. Ich bringe euch den Tod, ich bringe Wein, ich bringe den Fluch über dieses Land ein Ende. Was verlangt ihr? Wer seid ihr? I require gold. Ach.
Wahrscheinlich, ihr habt genug. Wenn ich euch Gold gebe, was bekomme ich dann dafür? Ich habe kein Gold mehr, die Kreatur ein Goldstück zu werfen und angreifen. Überzeugen, warum in diesem verrotteten Haus bleiben? Nehmt doch euer Gold und genießt die Freiheit. Seid ein Zöllnerin oder wart ihr es jedenfalls? Ich habe schon bezahlt. Na, fantastisch. Angegriffen. Fast wie viel HP hat die? Ich muss neu laden. Jetzt zumindest können wir die verletzen. Vielleicht können wir die auch irgendwie dazu kriegen zu sterben, um sie zu bekämpfen. Das sehe ich nicht. Gut, dass wir voll gespeichert haben. Diesen Kampf mache ich nicht. Die hat ja mehr HP als der Bossfight. Selbst das Ältesten gehören am Ende. Der letzte finale Kampf hat weniger HP. Das kann so nicht. Das müssen wir nochmal anders hinkriegen. Wir können ja unser Geld geben, das ist aber, ich weiß nicht. Na, was will's? Noch Zeug, was wir verkaufen können. Und anschließend können wir hier looten. Sie überzeugen. Ein
18 wird doch wohl machbar sein. Oder auch nicht. Mal schauen, ob wir das hinkriegen können. You may pass the river, but first you must pay. So zwei Boni drauf, da wird doch wohl eine 18 schaffbar sein. Akzeptiere ich nicht. Ich habe bei dem im ersten Run, ich glaube, ich habe es in Part mit reingeschnitten. Da habe ich bei dem Nether Brain habe ich da habe ich ja jetzt, wo die 90 würfeln mussten, da habe ich, glaube 21, 22 Mal habe ich neu geladen. Den Versuch habe ich gebraucht. You may pass the river, but first. You must pay. 2 mal 2 plus N4. 2 D4 noch dazu. Es muss doch. Alter. Alter Verwalter. Eine 19, immerhin. The gold is not for me. The gold is for the toll. I collect the toll. Bezogen sagt, wer hier scheint niemand zu sein, der euch aufsichtigt. Täuschen, ihr habt nicht gehört. Habt ihr nicht gehört? Die Stadt hat das Gold der Zöhnerin vermacht. Also euch nicht mehr. Überzeugen, täuschen, einschüchtern. Ich glaube, einschüchtern könnte ich am besten. Täuschen. Und 21, das kann ja nur schief gehen. Fantastisch. Mit der Parts der vielen Ladebildschirme. Wenigstens dauert es jetzt nicht mehr so lange. Jetzt haben wir es wirklich gefixt. Die Ladescreens. Bin ich zufrieden mit, das dauert hier wirklich, ja. Wir hatten im Multiplayer schon, ich weiß nicht, wie es im Multiplayer läuft, aber wir hatten im Multiplayer schon Zeit, wo es abgestürzt ist im Ladebildschirm. Und selbst beim ersten Durchlaufen, was wir gespielt haben, da habe ich mindestens 5 Minuten im Ladebildschirm verbracht. Ist das hier mal langsam. Und ist das jetzt hier? The gold is not for me.
The gold is for the toll. I collect the toll. I collect the gold. Einschüchtern. Da haben wir mehr Boni drauf. 19, ja, nice. Mal schauen, was es bringt. But gold. Gold. You must pay. No. I pay it back. Und jetzt aufgelöst. Und ein Achievement. Finde ich Fuchser Tüte Zöhnerin, bevor sie Gold irgendwie verwenden kann. Und wir haben Geld. Verwendung des Schicksals. Wenn du mit den Schadenswürfel dieser Waffe höchstens 2 würfelst, würfel erneut und nimm das neue Ergebnis. Das ist eine mächtige Waffe. Die nehme ich. Nicht unterzeichnetes Handelsvisum. Aufheben zu schwer. Das Gold, was sie hier gedroppt hat unterwegs. Gold. But that will fit in my bag. Wir sind relativ reich. Wir müssen unten. Die Spur des Geldes. Light on my feet. Was geht hier? Ein Stapel Gold. Habe ich 1800. Naja, so viel ist es wieder nicht. Ich hätte jetzt hier noch irgendwo eine Schatzkammer. Nice. Something good here, I hope. Und hat's alles am Körper gehabt. Opulente Truhe. Da ist doch bestimmt was drin. Eine 3. Noch einmal. Eine 20. Handschuhe der Kampfmagier macht. Wenn ein Angriffswurf mit einer Waffe einen Zustand bewirkt, erhält der Träger Arkane sich Sinnesschärfe. Kann vielleicht den gebrauchen. Kann ich die Waffe nutzen? Bis 12 Schaden macht jetzt, ist jetzt nicht. Im Resistenz gegen Schaden.
Treffer stets kritisch. Die ist halt, wenn wir halt einen schlechten Wurf machen, dürfen wir halt nochmal. Es ist halt immer ein Wurf, ist auf jeden Fall ein Wurf über 2. Weiß nicht, ob das besser als die Waffe hier. Wenn der Diamantwurf einen Gegenstand trifft, ist der Treffer stets kritisch. Wenn ein Gegenstand trifft, ja. Nur die Resistenz gegen Hiebschaden. Scheitert einer deiner Angriffe, wirkst du dennoch 3 Wuchtschaden. Das ist schon eine heftige Waffe. Die nehme ich. Würde ich mal so einschätzen. Und die Handschuhe. Thermodapskunden habe ich. Das würde ich eher für Astario nehmen. Das hat der gerade. Drohnenhagel, das ist schon, habe ich oft genutzt. Schon eine effektive Sache. What's next? Schattenherzangriffe, die bewirken doch. Guter Träger, Schallschaden wird schon mit gleißenden Schaden so blut. Zwei Züge dann Widerhall im Zielbereich. Das ist schon echt nice. Kann es nicht schärfer, ja. Das ist unser Mönch gerade. Handschuhe. Wenn Nahkampfangriff ein Vorteil, wenn er 2 oder mehr gegen. Es ist. Ja, nee. Es sind schon sinnvolle Sachen, die wir hier haben. Swift is my feet. Wir sind nur noch gerade schon rein. Nix hier. Du bist mal 10 wird Ende Gold am Körper aufgebaut. Geht hier nirgendwo eine Schatzkiste. Lager, wo sie das geht, zwischenlagert. Noch ein bisschen Geld. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. So ein Raum voller Münzen. Tja, schade. Was hiding here? Da haben natürlich nichts mit dabei. Oha. Ist nach oben.
dem Dach. Ja, hier wahrscheinlich nicht. Ist jetzt nichts Auffälliges. Ziemlich verlassen und leer aus. Wolltest du mal klettern oder? Forget it. It's blocked from behind. Okay, kommen wir vielleicht von der anderen Seite durch. Fenster. Eine robuste Tür. Hier verwundbarkeit. Feuerverwundbarkeit. My faith will guide me. Looking ahead. So viel dazu. Noch klein genug, oder nicht? Nicht erreichbar. Das Regal. Könnte man mal klein werden, du. Die Fenster kommt man nicht durch, keine Chance. Ich bin doch ein Zwerg. Mit kein Trank des Schrumpfens. Das ist wirklich deprimierend. So, keinen anderen Eingang. Seems simple enough. Tja, dann halt nicht. Wir sind aber hier. Ich hoffe, die Lampe ist ausgerüstet. Mondschild. Scheint es irgendwo lang zu gehen. Na ja. Wo wir früher lang gegangen sind. Something over there. Immer noch keine Schaufel. I need a shovel. Keiner von uns. Was für eine Schande.
sieht aus wie das Last Light Inn. Ne, das ist das Zuhause. Von vorne. Last Light Inn, das müsste irgendwo hier sein. Isabel. Oha. Nein, das ist noch ein bisschen weiter weg. Versuchen wir mal hinzukommen. Können wir noch ein bisschen nach unten unterwegs. Jetzt rüber auf die andere Seite. Wo früher und später noch hinkommen werden. Autsch. Das war eine Falle. Protokoll. Ein Dahl Timber wurde. Wird ein Bauer, wie es ausschaut. Ja. Die ist Werkzeug kann ich gebrauchen. Oh, die ist das Ding hier. Das war nervig. Ich glaube, kann ich mich daran erinnern, dass das echt tierisch nervig war. Jetzt schaffen wir es diesmal besser. Nur deshalb, weil die sich einfach aufgelöst haben. Ich kam halt von der Seite und da... Da stand ich hier unten und die waren oben. Und sich überhin teleportiert. Und war zu zerstreut. Dass mein Team das einfach nicht geschafft hat. Ja, stimmt, die Helden können auch noch Leute festhalten. Du bist nervig. Sollten wir so schnell wie möglich ausschalten. In dem Sinne. Stehen die genau in der Mitte. Aus dem Mobbingkreis. Stehe hier von hinten. Gut geht. Wow. Das ist ein mächtiger Angriff. Pulsstopper. Das ist echt eine mächtige Waffe, die ich hier habe. Schlage gierig zu und bewirke zusätzlich 5 Stichschaden pro 300 Gold, das sie besitzt. Das Gold wird dabei verbraucht. Das war scheiße. Wenn man das von nach unten wollen, aber. Echt geil, wenn wir gegen den Bosskampf kämpfen. Dann wahrscheinlich auch hier. Wenn wir gegen den Händler kämpfen, dann irgendwie 1000 Gold hat. Dann das Dorf überfallen. Den Händler haben. Stehe ich mir erst vor.
irgendwo da drüben. Ah ja, das ist dann auch. Können sie halt auch mit ihren Gefangenen wegteleportieren. Und dann findet der Kampf halt überall in fünf verschiedenen Ecken statt. Und hier so seinen eigenen Bosskampf. Das ist dann problematisch wird, wenn du zum Beispiel einen Bahncharakter hast, der den Kampf alleine nicht hinkriegt. Und die sonst wo. Und der halt hier drüben mit dem, wie soll das, müsste da halt erstmal hinkommen. Modsmäßige Biester. Nur noch 4 Schläge machen. Brauchen die sich halt hier rüber. Das ist einfach scheiße für uns. Und Kritscher Fehlschlag, toll. Okay, der ist tot. So weit weg. So ein Mist. Sehr gut. Und alle müssen Gold bei sich. Beweglicher Ziegelstein. Mit einem Schlüssel. Oha! Schlüssel der Tupfertruhe. Ah, der Part ist, die Partlänge ist schon erreicht. Die Tupfertruhe werden wir wahrscheinlich nicht finden. Gehen wir gleich mal weiter. Wenn besser ist. So, hier schauen wir uns dann beim nächsten Mal weiter um. Und hier haben wir ja abgeschlossen, jetzt gibt es hier noch ein Gebiet bis hin zum Last Egg in Blutskrüben zu binden. Wie es weitergeht, sieht im nächsten Part. Ah, hier wollen wir überfallen. Mit der Spinne. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.